In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein Video schneiden können. Wenn Sie das Programm öffnen, werden Ihnen die Videos angezeigt, die Sie bereits mit Screencast-O-Matic aufgenommen haben. Klicken Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten. Zunächst öffnet sich der Vorschaubereich. Wenn Sie das Video nur am Anfang und am Ende etwas kürzen wollen, können Sie dazu die weißen Balken am Anfang und Ende der Zeitleiste benutzen. Wenn Sie das Video jetzt abspeichern oder auf einer Plattform veröffentlichen, wird nur der ausgewählte Bereich berücksichtigt. Um Bearbeitungen innerhalb des Videos vorzunehmen, klicken Sie bitte auf Bearbeiten. Sollte das Optionenfenster einmal nicht zu sehen sein, warten Sie einfach einen kurzen Moment, es blendet sich automatisch wieder ein. Mit Hilfe des Play-Buttons können Sie sich das Video ansehen. Alternativ dazu können Sie auch die Leertaste zum Starten und Stoppen des Videos benutzen. Um an eine bestimmte Stelle des Videos zu kommen, klicken Sie einfach in die Zeitleiste. Um einen Abschnitt herauszuschneiden, klicken Sie auf Tools und wählen Sie Schneiden. Mit Hilfe der Maus können Sie den Bereich festlegen, den Sie ausschneiden wollen. Um sich anzusehen, wie der Videoabschnitt nach der Bearbeitung aussieht, benutzen Sie bitte den Play-Button oberhalb der Zeitleiste. Wenn Sie mit der Überarbeitung zufrieden sind, klicken Sie auf OK. Die Schnittstelle wird jetzt mit einer roten gestrichelten Linie angezeigt. Direkt nach dem Schneiden können Sie diesen Bearbeitungsschritt wieder zurücknehmen, indem Sie auf diesen Pfeil klicken. Möchten Sie das Ausschneiden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurücknehmen, klicken Sie auf die rote Linie und dann auf die kleine rote Schere. Jetzt können Sie die Bearbeitung wieder entfernen. Wenn Sie in Ihrem Video Passagen haben, in denen kein Audio zu hören ist, werden diese mit grauen Rechtecken angezeigt. Wenn Sie mit der Maus in so einen Bereich klicken und dann auf das graue Ausrufezeichen, öffnet sich ein Dialogfenster. Hier können Sie entscheiden, was mit der Stille geschehen soll. Bei Absorbieren wird die stille Passage nachhaltig entfernt. Wählen Sie Herausschneiden, wird die stille Passage auch entfernt, Sie können sie aber über die rote gestrichelte Bearbeitungslinie später wieder zurückholen. Über Beschleunigung können Sie die stille Passage schneller ablaufen lassen. Wollen Sie alle stillen Passagen auf einmal herausschneiden, dann klicken Sie bitte auf das blaue Ausrufezeichen neben Audiokommentar. Hier können Sie angeben, ab welcher Länge die stillen Passagen angezeigt werden sollen und ob sie beschleunigt oder herausgeschnitten werden sollen. Wenn die Bearbeitung des Videos abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig. Nun können Sie das Video wie gewohnt als Datei abspeichern oder auf einer Plattform hochladen.